Guten Tag, meine Damen und Herren, und ich möchte Sie erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes begrüßen. Heute möchte ich mit dem Thema über den Neid fortfahren und dieses Thema dann auch heute abschließen. Wir hatten in der letzten Sendung bereits gesehen, wie Satan, der Teufel, seine Gelüste des Neides, der Eifersucht in die Menschen gepflanzt hat. Nun, die Liebe Gottes kennt Neid und Eifersucht nicht, aber die meisten Menschen heute kennen die Liebe Gottes nicht. Und so wollen wir uns heute kurz ein paar weitere Beispiele aus der Bibel ansehen, die uns zeigen, wie der Neid diese Welt regiert. Und wir müssen dann natürlich aufpassen, dass wir nicht ebenfalls beeinflusst werden von diesen Gelüsten. Wir wissen zum Beispiel, dass natürlich Kain seinen Bruder Abel erschlug. Aber warum hat er dies getan? Nun, Kain erschlug seinen Bruder, weil er auf seinen Bruder neidisch geworden war. Sie erinnern sich, dass beide ein Opfer brachten und Gott akzeptierte das Opfer des gerechten Abel, aber er verwarf das Opfer des Kain. Und daraufhin wurde Kain erbost und ermordete dann sogar seinen eigenen Bruder. Wir finden einen Kommentar, wenn Sie dies so bezeichnen wollen, über diese Mordtat im Neuen Testament. Im 1. Johannes, Kapitel 3 und die Verse 11 bis 12. Und hier lesen wir Folgendes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und die Verse 11 und 12. Johannes sagt hier, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Mit anderen Worten, die Liebe Gottes war nicht in Kain. Er folgte den Gelüsten Satans. Und die haben dahin geführt, dass er sogar seinen eigenen Bruder umgebracht hat. Johannes fährt fort zu schreiben, und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Mit anderen Worten, er wurde von Gott nicht akzeptiert, weil er böse war. Weil er böse Werke tat. Aber anstatt zu bereuen, und Gott hat ihm ja sogar gesagt, dass er die Sünde, die vor der Tür lauerte, überwinden solle, anstatt zu bereuen, anstatt sich zu ändern, hat er sogar noch weitere böse Taten vollbracht, indem er seinen eigenen Bruder umbrachte. Kain stammte von dem Bösen. Er stammte von Satan, der ihn neidisch gemacht hatte. Und der so dann anstelle zu bereuen, anstelle sich zu ändern und ebenfalls gerechte Werke zu erbringen, wie dies der Bruder getan hatte, bringt er lieber seinen Bruder aus Wut und aus Zorn und aus Neid um. Denken wir auch daran, wie Isaak um seines Reichtums willen beneidet wurde. Die Philister beneideten ihn. Und vergessen wir auch nicht, dass es Gott gewesen war, der Isaak reich gemacht hatte. Aber schauen wir uns einmal die Reaktion der Philister auf Isaaks Reichtum an. Wir finden dies in 1. Mose Kapitel 26. 1. Mose Kapitel 26, angefangen in Vers 12. 1. Mose 26 und angefangen in Vers 12. Da lesen wir: Und Isaak säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, so dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde, darum beneideten ihn die Philister. Und was taten die Philister nun, als sie ihn beneideten? Was tun Menschen heute, wenn sie andere beneiden? Vers 15. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu ihm: Ziehe von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Und er zog Isaak von dann und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gerar und wohnte da. Sie verstopften die Brunnen, um Isaak zu schaden, um das Vieh von Isaak zu töten, sodass er eben nicht mehr so reich sein sollte und würde. Und dann verlangten sie schließlich durch ihren König, den Führer Abimelech, von ihnen wegzuziehen.
Sie konnten es einfach nicht dulden, dass jemand in ihrer Mitte war, der reicher war als sie, der von Gott mehr gesegnet wurde als sie. Schauen Sie, Neid führt zu gottlosem, hasserfüllten Verhalten. In 1. Mose 30 in Vers 1 lesen wir eine weitere Episode, die den Neid beschreibt. Auch hier vielleicht etwas überraschend, weil es sich ja doch um die gerechten Menschen der Bibel handelt, aber die hatten auch ihre Probleme. In 1. Mose 30 und Vers 1. Als Rachel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Schauen Sie, die Rachel konnte keine Kinder gebären. Ihre Schwester Lea aber konnte Kinder gebären. Jetzt begann sie, ihre Schwester deshalb zu beneiden. Und wurde natürlich auch darüber zornig. Nun, dieser Neid führte dazu, dass Rachel dem Jakob ihre Magd gab, mit der er Kinder gebären sollte. Neid führt zu Ehebruch. Und dann tat Lea, nachdem sie unfruchtbar wurde, genau das Gleiche. Auch sie gab dem Jakob ihre Magd, sodass Jakob durch die Magd der Lea weiter Kinder gebären sollte. Auch hier wiederum führt Neid zu ungesetzlichem Verhalten. Wir lesen auch, dass der Neid Rachels Zorn in Jakob erzeugte. Wir lesen dies in Vers 2. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach: Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will? Wir sehen also, dass Neid Zorn in uns selbst erzeugen kann, aber auch in anderen. Erinnern wir uns auch daran, dass Josef von seinen Brüdern verkauft wurde an die Ägypter. Der wurde dann ein Sklave und wurde dann sogar schließlich ins Gefängnis geworfen in Ägypten. Aber warum? Warum verkauften die Brüder den Josef? Zunächst einmal lesen wir 1. Mose Kapitel 37, angefangen in Vers 4. 1. Mose 37 und angefangen in Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn, den Josef, ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, da wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, und da wurden sie ihm noch mehr Feind. Nun, dies war kein gewöhnlicher Traum. In den meisten Fällen sind Träume sehr gewöhnliche Träume, die haben keinerlei inspirierende Wirkung. Aber hier in diesem Falle war es ein Traum, den Gott dem Josef gegeben hatte. Der bezog sich nämlich auf die Zukunft. Vers 6. Denn er sprach zu ihnen: Höret doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Und da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Nun, das wurde natürlich dann Wahrheit, später in Ägypten. Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Siehe, ich habe noch einen Traum gehabt. Die Sonne und der Mond und die 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Nun, das ist ein Bild, das nachher, wie wir das in der letzten Predigt gesehen hatten, im Buch der Offenbarung angedeutet wird. Und hier bezieht es sich ganz klar auf Israel und auf die zukünftigen Ereignisse, die geschehen würden. Aber Vers 11: Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Sein Vater aber behielt alle diese Worte im Gedächtnis. Aber die Brüder wurden neidisch auf Josef. Sie wurden neidisch, weil zunächst einmal Josef von ihrem Vater mehr geliebt wurde als sie selbst. Und dann natürlich auch, dass er diese Träume hatte. Und sie erkannten, dass dies keine gewöhnlichen Träume waren. Dass dies Träume waren, die von Gott gegeben worden waren. Aber die wollten das nicht akzeptieren. Und sie wurden sehr neidisch auf Josef. Und so lesen wir im Neuen Testament, schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 7 an, warum Josef verkauft wurde an die Ismaeliter und die da natürlich dann den Josef weiterverkauften in Ägypten. In Apostelgeschichte 7 lesen wir Vers 9.
Und wenn wir all diese Stellen lesen, meine Damen und Herren, dann beachten wir, dass dies zu unserer Warnung geschrieben ist, dass wir nicht in die gleiche Falle hineintappen, in die so viele Menschen getappt sind. Denn Neid, nicht kontrolliert, hat grausame Konsequenzen zur Folge. Neid ist ein tödliches Gift. Und wenn wir es uns einverleiben, können wir daran sterben, ganz buchstäblich. Apostelgeschichte 7 und Vers 9. Da lesen wir, wie der Stephanus, der erste Märtyrer der neutestamentlichen Kirche, sagt: Und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm. Sie verkauften ihn, weil sie ihn beneideten. Sie wollten ihn loswerden. Wie die Philister den Isaak loswerden wollten. Wie der Kain den Abel loswerden wollte, indem er ihn sogar umbrachte. Das sind die schrecklichen Konsequenzen des Neides. Denken wir auch an die Rotte Korahs und Datans und Abirams, die in Rebellion gegenüber Mose sich verhielten und die nicht der Führung Moses sich unterstellen wollten. Die waren auf seine Position neidisch. Die wollten das haben, was Mose hatte. Wie ja auch Satan, wie wir das in der letzten Sendung gesehen hatten, das haben wollte, was Gott hatte. Er wollte Gott von seinem Thron stürzen, um selbst der Allmächtige zu werden, der über das ganze Universum herrschen würde. Diese Rotte von Korah und Datan und Abiram, die meinten, die hätten die gleiche Position verdient, wie sie Mose hatte. Wiederum sehen wir, wie Satan hier im Hintergrund wirkt. Schauen wir dies in Psalm 106 uns einmal an. Psalm 106, die Verse 16 bis 18. Auch wiederum hier ein biblischer Kommentar, der uns erklärt, warum Korah und seine Freunde handelten gegenüber Mose, wie sie handelten. Psalm 106, die Verse 16 bis 18. Denken wir manchmal, dass wir eine bessere Position verdient haben, als die wir haben in unserem Leben, ob es jetzt im Beruf ist, in anderen Begebenheiten, in anderen Dingen, die wir tun. Nun, wenn wir das so denken und wenn wir dann neidisch werden auf andere, dann handeln wir genauso, wie hier die Rotte Korahs und Datans und Abirams handelte. Psalm 106, die Verse 16 bis 18. Da heißt es hier in der Lutherbibel: Und sie empörten sich wider Mose im Lager. Die Mengebibel, die Zürcher Bibel und die Padlochbibel schreiben alle: Und da wurden sie eifersüchtig auf Mose im Lager und auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Aber schauen Sie die Konsequenz, schauen Sie, wie Gott sich nicht spaßen lässt. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und deckte zu die Rotte Abirams. Und Feuer wurde unter ihrer Rotte angezündet, die Flamme verbrannte die Gottlosen. Die wurden eifersüchtig auf die Position, die Mose und Aaron hatten, wollten sich der Position von Mose nicht unterstellen, wurden von Gott aufs Schärfste bestraft dafür. Sie werden sogar gottlos genannt hier in der Bibel. Aber wie ich sagte, auch gerechte Menschen sind gegen den Neid nicht unbedingt gefeit. Denken wir an Josua, dem Nachfolger Mose. Ein gerechter Mensch. Gleichwohl war er von der Gesinnung des Neides nicht vollständig frei. Wir denken vielleicht an die Stelle, als Gott seinen Geist über 70 andere ausgoss, weil Mose meinte, er sei nicht in der Lage, das Volk Israel alleine zu führen, er bräuchte Hilfe. Und Gott gab ihm diese Hilfe, indem er seinen Heiligen Geist an 70 Menschen weitergab, sodass sie ihm helfen könnten. Schauen wir uns an, was geschah in 4. Mose Kapitel 11. 4. Mose Kapitel 11, angefangen in Vers 25. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm, mit Mose, und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, da gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Nun, das war eine ganz buchstäbliche Ausnahme im Alten Testament, dass manchmal, wenn Menschen den Heiligen Geist empfingen, um zu manifestieren, dass sie den Heiligen Geist empfingen,
empfangen haben, dann gerieten sie hier in Verzückung. Nun, im Neuen Testament finden wir eine solche Beschreibung keineswegs. Es gibt nur 3 Stellen im Neuen Testament, und das waren auch wiederum Ausnahmeerscheinungen, dass jemand, der den Heiligen Geist erhielt, anfing in Sprachen zu reden, in anderen Sprachen. Es waren, wie gesagt, nur 3 Ausnahmeerscheinungen, um kundzutun, dass sie den Heiligen Geist erhalten hatten. Im Großen und Ganzen geschieht so etwas heute nicht. Im Gegenteil, wenn jemand heute den Heiligen Geist erhält und sich dann zum Beispiel auf den Boden wirft und da auf einmal anfängt, in anderen Sprachen zu sprechen, dann würde ich persönlich eine sehr große Besorgnis hegen und sehr große Bedenken haben, dass hier wirklich der Heilige Geist Gottes verliehen worden ist. Aber hier in diesem Falle gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Vers 26. Und es waren aber noch 2 Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad. Und der Geist kam über sie, denn sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte, und sie gerieten in Verzückung im Lager. Und da lief ein junger Mann hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente, von seiner Jugend an, und sprach, Herr, oder Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du um meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Die Menge Bibel übersetzt, gerätst du aus Sorge um mich in solchen Eifer? Und die englische King James Bible schreibt, bist du aus Sorge um mich neidisch? Schauen Sie, Josua war scheinbar neidisch, dass auch andere, nicht nur sein geliebter Führer Mose, den Heiligen Geist erhielten. Doch Mose kannte diesen Neid nicht, ganz im Gegenteil. Und so sollten wir uns natürlich heute auch freuen, wenn jemand den Heiligen Geist erhält und nicht irgendwie auf den neidisch werden oder meinen, dass er den Heiligen Geist nicht hätte erhalten sollen. Wie Mose reagierte scheinbar auch Petrus. Petrus war ja der Apostel, der ursprüngliche Apostel, den Jesus beauftragt hatte, das Evangelium zu verkünden. Er war damals der Führer, aber dann kam Paulus. Und es scheint so, dass Paulus die gleiche Position erhielt wie Petrus. Petrus wurde dann der Apostel für die Beschnittenen genannt und Paulus der Apostel für die Unbeschnittenen. Aber wir lesen nicht in der Bibel, dass Petrus jetzt neidisch wurde, dass Paulus eine Position erhielt, die ursprünglich Petrus zugedacht gewesen war. Eine Einstellung des Neides kannte Petrus in diesem Zusammenhang nicht. Aber wir lesen viele Beispiele unkontrollierten Neides im Leben des Königs Saul. Und auch hier sehen wir, was für schreckliche Konsequenzen sein Neid auf David hatte. In 1. Samuel Kapitel 18. In 1. Samuel Kapitel 18 lesen wir angefangen in Vers 5. 1. Samuel 18, angefangen in Vers 5. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk gut, und auch den Großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen unter Jauchzen, mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Und da ergrimmte Saul sehr, und das Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Nun, die Menge Bibel übersetzt hier richtiger. So sah denn Saul den David seit jenem Tage und weiterhin mit Neid an. Und die Zürcher Bibel übersetzt ähnlich. Und Saul beneidete David von jenem Tage an. Der beneidete ihn, weil er zunächst einmal nicht den gleichen Lobgesang erhielt von den Frauen, die David erhielt. Und dann hatte er auch die Angst, dass ihm das Königtum zufallen könnte. Wir sehen hier die gleiche Einstellung wieder, die die Philister oder vielmehr die Pharisäer damals hatten, als sie Christus aus Neid dem Pilatus überantworteten, weil sie nicht wollten, dass die Römer kamen und ihnen die Regierungsherrschaft nehmen würden.
sehen wir, was im Falle von König Saul weiter geschah, in Vers 10. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul. Schauen Sie, die Reaktion des Sauls war die des Neides. Und es hat nur einen Tag gedauert, als ein Dämon begann, den Saul zu plagen. Und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Der Neid des Saul führte zu Hass und zu versuchtem Mord, wie Kain seinen gerechten Bruder Abel aus Hass und aus Neid umgebracht hat. Schauen Sie, wie gefährlich Neid sein kann. Saul stand nun unter dem Einfluss der Dunkelheit, der dunklen Macht. Sein Neid hatte dazu geführt, dass Gott ihn mehr und mehr verließ. Schauen Sie, Saul hatte erkannt, dass David für sich eine Konkurrenz bedeutete. Und so lesen wir in Vers 15. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, da graute es ihm vor David. Und so tat er nun alles, was er tun konnte, um David umzubringen. Ein Beispiel sehen wir in Vers 25 im gleichen Kapitel. Saul sprach: So sagt zu David, denn der David hielt um die Hand der Tochter des Saul an, so sagt zu David, der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Aber Saul trachtete danach, David umzubringen, durch die Hände der Philister, denn der ging ja davon aus, dass der David das nie erreichen könnte und die Philister würden ihn töten. Aber Gott half David und so kam David zurück, erfolgreich. Und nun schauen wir uns an den Vers 28, was geschah. Als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte, also der merkte, dass Gott den David liebte und dass Gott David segnete. Die richtige Reaktion wäre jetzt gewesen, Gott zu danken, auf die gleiche Wellenlänge sich zu begeben, auf der Gott war, aber das hat der Saul nicht getan. Vers 29, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Saul handelte, wie Satan gehandelt hatte. Er wollte seine Herrschaft nicht verlieren. Satan wollte noch mehr an Herrschaft gewinnen. In beiden Fällen war die Motivation der Neid und die Eifersucht. Denken wir an eine erstaunliche Aussage des Johannes des Täufers. Schauen Sie, der Johannes der Täufer im Neuen Testament, der wurde ja von Gott gesandt, um den Weg zu bereiten für das Kommen Jesu Christi. Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Christus selbst hat gesagt, es gab keinen, der von einer Frau geboren wurde, der so groß war wie Johannes der Täufer. Gleichwohl musste er natürlich erkennen, dass er lediglich der Wegbereiter war für den Messias. Er war nicht der Messias, er hat es doch klar und deutlich gesagt. Die Pharisäer, die kamen und sagten, ja, warum taufst du? Bist du der Christus? Und er sagte, ich bin es nicht. Aber nun schauen wir uns einmal an in Johannes Kapitel 3, was die Reaktion des Johannes des Täufers war, als ihm bewusst wurde oder als ihm gesagt wurde, was Christus tat. Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 25. Denn die Jünger des Johannes und auch die Jünger des Christus, die waren nicht unbedingt von der gleichen Haltung beseelt wie Johannes der Täufer. Da heißt es in Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 25, da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, er hatte gesagt, er ist der Christus, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist.
Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Christus ist ja der Bräutigam, der seine Kirche, seine Braut, vorbereitet auf die Hochzeit, die kommen wird, wenn er zurückkommt. So sagt Johannes hier, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das war die Einstellung des Johannes, des Täufers. Keinerlei Neid auf das, was Jesus zufiel. Menschlich gesehen hätte Johannes sehr neidisch werden können, wie er der Saul neidisch wurde, darauf, dass David von Gott gesegnet wurde. Er hätte daraufhin reagieren können mit Neid und mit Eifersucht, dass die Menschen jetzt dem Jesus Christus zuströmten und nicht mehr ihm. Wir lesen auch in anderen Stellen, dass Jesus durch seine Jünger weitaus mehr Menschen taufte, als Johannes der Täufer es dann tat. Aber wir lesen, dass der Geist Gottes in Johannes dem Täufer von Mutterleib an wirkte. Und so hatte natürlich Johannes der Täufer die Liebe Gottes, die keinen Neid kennt. Und so reagierte er in Gott wohlgefälliger Weise. Wenn wir jemanden beneiden, aus welchen Gründen auch immer, reagieren wir nicht in Gott wohlgefälliger Weise. Und so haben auch die Jünger Christi manchmal nicht in Gott wohlgefälliger Weise reagiert. In Markus Kapitel 9 finden wir ein Beispiel hierzu. Markus Kapitel 9, angefangen in Vers 38. Markus Kapitel 9 und in Vers 38. Johannes, nun das war jetzt nicht Johannes der Täufer, das war jetzt der Johannes, einer der Apostel Jesu Christi, der auch das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt es ihm nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, mit anderen Worten mit der Kraft Jesu Christi, der kann sobald nicht übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Christus war sich der menschlichen Gesinnung des Neides voll bewusst. Er warnte hier seine Jünger, nicht neidisch zu sein auf andere, die auch Wunder wirken konnten, aber die nicht zu ihnen, dem kleinen Kreis der Jünger, der Apostel, gehörten. Jesus warnte immer wieder vor Neid. Denken wir an das berühmte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn auch hier behandelt er wiederum die Gefühle der Eifersucht und des Neides. Und dieses Gleichnis ist so plastisch sich anzuschauen, auch heute in unserer Welt des Konsums und der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Und wie oft lesen wir von Streiks, weil Menschen mehr haben wollen, als was sie bekommen, wozu sie eigentlich sich auch verpflichtet haben. Dieses Gleichnis hier, diese Erzählung, die Christus hier in Matthäus Kapitel 20 uns gibt, die hat sehr große Relevanz für uns heute. Schauen wir uns in Matthäus 19 zunächst einmal an, angefangen in Vers 27, wie dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg eingeleitet wird. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Also der wollte auch etwas dafür haben, dass er Christus nachgefolgt ist. Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Also wann ist die Wiedergeburt? Nicht, wenn wir den Heiligen Geist erhalten. Die Wiedergeburt erfolgt, wenn wir ins Reich Gottes als Geistwesen hineinversetzt werden. Wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Ihr werdet dann auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben.
Aber Christus ist noch nicht fertig. Er beginnt nämlich jetzt, uns ein Gleichnis zu geben. Aber viele, die die Ersten sind, die werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Denn, Kapitel 20, Vers 1, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, die haben sich also dazu verpflichtet, die würden einen Tag lang arbeiten für einen Silbergroschen, da sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Und sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, da sprach der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Und da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren, die haben also nicht allzu lange gearbeitet, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen dann jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, da murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Wie viele würden diesen Arbeitern heute Recht geben und sagen, ja, die verdienen mehr. Die sollten mehr erhalten als die Letzten, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Aber so ist nicht die Denkweise Gottes. Schauen Sie, wie er fortfährt zu sagen, Vers 13. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und gehe. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? Oder wie die Menge Bibel übersetzt? Oder siehst du neidisch dazu, dass ich wohlwollend bin? Und die Zürcher Bibel schreibt, oder ist dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? Und dann fährt er noch einmal fort zu sagen, Vers 16, und so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Menschen denken heute nicht so. Selbst wenn sie von Gott zur Wahrheit berufen worden sind, denken sie heute nicht so. Die meinen, wenn sie vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren die Wahrheit kennen, dann müssten sie einen größeren Lohn erhalten als solche, die vielleicht erst kurz vor der Wiederkunft Christi zur Wahrheit berufen werden. Aber es ist Gott, der entscheidet, wie viel er einem Menschen anvertrauen kann aufgrund seiner Denkweise, aufgrund seiner Herzensgesinnung. Wir sollten uns sehr davor hüten, neidisch zu werden, weil Gott gütig ist. Vielfach leben wir allerdings nicht so. Vielfach leben wir wie die Menschen im Weinberg, die meinten, sie müssten mehr erhalten, weil sie länger gearbeitet haben für Gott. Schauen Sie, jemand, der erst relativ spät zur Wahrheit berufen wird oder spät zur Kirche kommt, der kann in Gottes Augen genau die gleichen Positionen, die gleichen potenziellen Rechte erhalten, wie jemand, der vielleicht schon lange dabei war. Gott schaut nämlich auf das Herz. Gott schaut nämlich auf die Bekehrung, auf den Grad der Bekehrung, auf die Reue, auf die Herzensgesinnung. Manchmal machen wir uns selbst etwas vor, weil wir vielleicht meinen, auch wir sind so bekehrt. Und sind es vielleicht gar nicht. Wenn wir Neid in uns aufsteigen fühlen, dann hüten wir uns davor, diesem Neid dann seine Position zu überlassen. Und wenn jemand auch eine Position, da wir gerade von Position sprechen, in der Kirche eingenommen hat, zum Beispiel, ist er dann jemand, der von anderen beneidet wird, weil die meinen, die sollten die gleiche Position oder eine höhere Position haben, wie das auch Korah tat, der Mose und Aaron um deren Position beneidete. Meinen wir, von der Kirche einmal ganz abgesehen, dass wir vielleicht in einem Betrieb arbeiten und meinen, wir könnten die Dinge weitaus besser lösen als vielleicht unser Vorgesetzter. Und wir beneiden den um seine Position, meinend, dass wir
diese Position haben sollten. Denken wir daran, dass Christus gesagt hat, oder dass Johannes der Täufer auch gesagt hat, keiner kann etwas wirklich nehmen oder bewirken, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Es ist nicht die Gesinnung, die Johannes der Täufer hatte. Es ist nicht die Gesinnung, die Jesus Christus hatte. Aber lesen wir, was weiter geschah. Nachdem Christus dieses Gleichnis den Jüngern gegeben hat, um sie davor zu warnen, neidisch zu werden. Nun, das hatte nicht unbedingt den gewünschten Erfolg. Auch heute ist es vielfach so. Und ich stelle das immer wieder fest, wenn ich eine Predigt gebe und ich kann Dinge vielleicht so gut, wie es eben geht, klarstellen und ausdrücken. Die Reaktion ist manchmal die, dass man scheinbar in den Wind redet. Die Menschen scheinen einfach nicht begreifen zu wollen oder anerkennen zu wollen, was die Bibel sagt. In Vers 20, da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Und sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Also es war nicht nur die Mutter, es waren natürlich auch die beiden Söhne, die diese Bitte aussprachen. Ihr wisst nicht, was ihr bittet, sagt Christus hier. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Er bezog sich hier auf seine Kreuzigung, auf seine Marterung, die er durchstehen würde. Und sie antworteten ihm, ja, das können wir. Nun, der Petrus hat das auch gedacht. Er hat gesagt, alle können dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Nun, Christus wusste es besser. Aber auch in diesem Falle sagt er, in Vers 23, er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken. Er spielte darauf an, dass die Apostel einen Märtyrertod würden sterben müssen. Er sagt, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, das steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Christus machte sehr deutlich, dass es die Rolle Gottes des Vaters ist, zu bestimmen, wer welche Position im Reich Gottes einnehmen wird. Aber nun lesen wir, was weiter geschah. In Vers 24. Als das die 10 hörten, also die 10 anderen Apostel, da wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Warum wurden sie unwillig? Nun, die wollten auch die gleiche Position haben, die die beiden anderen Apostel haben wollten. Die wurden neidisch auf die. Die sagten, ja, wie können die irgendwie eine solche Position fordern? Die steht doch uns zu. Christus hatte gerade zuvor gewarnt, dass, weil die hatten nämlich ein Gespräch gehabt, wer unter uns ist der Größte, dass auch das wiederum das Resultat des Neides und der Eifersucht ist, der Idee, dass man etwas gelten müsse, mehr gelten müsse als andere. Die begehrten die gleichen Positionen, die hier auch die Söhne dieser Mutter haben wollten. Und so hat Christus ihnen erneut ins Gewissen reden müssen. In Vers 25. Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein. Sondern, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Christus machte deutlich, warum er kam, um anderen zu dienen, um sogar sein Leben zu lassen. Wie wir noch sehen werden, er hatte eine großartige Position im Reich Gottes. Er war willens, diese aufzugeben, vorübergehend aufzugeben, um anderen dazu helfen zu können, ebenfalls teilzuhaben am Reich Gottes. Christus kannte keinen Neid. Christus hatte die Liebe Gottes in sich, die er keinen Neid kennt. Hören wir uns einmal an, wie die Funk and Wagnall Encyclopedia Neid definiert. Die schreiben, Neid ist ein Gefühl der Ablehnung oder der Unzufriedenheit gegenüber höherstehenden Errungenschaften, Eigenschaften
oder Besitztümern eines anderen. Neid ist der Wunsch, die Güter eines anderen zu besitzen. Schauen Sie, Neid führt zu Ablehnung. Neid führt zu Unzufriedenheit. Man ist mit sich selbst unzufrieden, weil man meint, man verdiene es besser. Und man beneidet andere, die eine Position haben, die wir haben wollen. Man könnte auch noch zu dieser Definition etwas ergänzen und sagen, Neid ist der Wunsch zu verhindern, dass andere die Position oder Besitztümer erlangen, die man selbst hat oder vielmehr die man selbst haben will und die man nicht aufgeben will. Alles das ist Resultat des Neides, einer gottfeindlichen, satanisch inspirierten Motivation. Wir sehen von dieser Beschreibung alleine, dass der Gegenpol des Neides, das Gegenstück des Neides, etwas ganz anderes ist. Und zwar Zufriedenheit. Zufriedenheit gekoppelt mit Dankbarkeit für das, was man hat. Nicht für den Wunsch, etwas zu haben, was man nicht hat. Auch ist es die Zufriedenheit, dass es anderen gut geht. Man konzentriert sich nicht auf sich unbedingt, sondern auf andere. Man freut sich, wenn es anderen gut geht. Wenn man das tut, kann man sie nicht beneiden für das, was sie haben. In 1. Timotheus Kapitel 6 lesen wir die Aufforderung, wie wir uns als Christen verhalten sollen. In 1. Timotheus Kapitel 6, angefangen in Vers 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Paulus sagt, warum jetzt andere für das beneiden, was die haben, denn letztendlich können auch wir, wenn wir es hätten, das auch nicht aus der Welt hinausbringen, wenn wir sterben. Das bleibt auch alles zurück. Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Die Motivation ist, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, auf das Reich Gottes, anzuerkennen, dass Gott uns das geben wird, was wir brauchen, aber das Notwendige ist, zu erkennen, dass wenn wir das Reich Gottes als unsere Priorität in unserem Leben haben, wenn wir es wirklich suchen, alles andere wird uns hinzugefügt werden, aber das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollen. Das ist ja der Grund unserer Erschaffung. Das ist ja das Potenzial des Menschen, ewiges Leben im Reich Gottes zu erhalten. Wenn wir uns darauf konzentrieren würden, dann würden wir keinen Neid verspüren gegenüber anderen, die vielleicht etwas haben, was wir nicht haben. In Hebräer Kapitel 13, Hebräer Kapitel 13 und in Vers 5. Da sagt Paulus erneut, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Es geht hier nicht nur um Geldgier, es geht um Begierde, um alles das, was andere haben. Paulus sagt, lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Wenn wir uns auf die Hilfe Gottes konzentrieren, dann brauchen wir uns nicht um das zu kümmern, was andere haben. Im Epheserbrief, Kapitel 5. Epheserbrief, Kapitel 5 und in Vers 20. Epheser, Kapitel 5 und Vers 20. Auch das ist ein wichtiges Prinzip, wenn man den Neid überwinden, wenn man den Neid aus seinem Leben entfernen will. Epheser 5 und Vers 20, da heißt es, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Seid dankbar für alles, was in eurem Leben geschieht, denn ihr wisst, dass Gott nichts zulassen wird im Leben eines Christen, das letztendlich nicht zu seinem Besten dient
Und Gott wird nicht zulassen, was über sein Vermögen geht, es zu ertragen. Wir lesen auch in Kapitel 1, zurückgehend zu Epheser Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Epheser Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Schauen Sie, wenn man für andere betet, wenn man dankbar dafür ist, dass es anderen gut geht, auch hier in geistlicher Hinsicht, dann kann man sie nicht wirklich beneiden. Dank und Neid sind wiederum zwei Gegensätze. Im Römerbrief Kapitel 12 lesen wir Vers 10. Römer Kapitel 12 und Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Man hat Mitgefühl für die, die Leid tragen. Und man hat aber auch Freude für die, die gesegnet sind. Und wenn man sich darüber freut, dass es anderen gut geht, dass sie vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen haben, die wir nicht bekommen haben, dann kann man sie nicht wirklich beneiden. Im 1. Korintherbrief finden wir eine weitere interessante Stelle in Kapitel 10 und in Vers 24. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Nun, die Mengebibel übersetzt es ein wenig genauer. Niemand sei nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht, sondern jeder auch auf die Förderung des anderen. Also man soll sich nicht nur allein auf sich selbst konzentrieren, sondern eben auch auf das, was anderen gut tut. Das gleiche finden wir im Philipperbrief, Kapitel 2. Und auch das zeigt deutlich, wenn man das tut, dann kann man den anderen nicht beneiden dafür, was er hat oder vielleicht haben wird. Philipper Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Auch hier wiederum die Mengebibel. Tut nichts aus Rechthaberei oder Streitsucht oder eitlem Ehrgeiz, sondern in Demut erachtet einer den anderen höher als sich selbst. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Und ähnlich auch die Zürcher Bibel, jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine. Wenn wir so denken, wenn wir so fühlen, dann nistet sich kein Neid bei uns ein. Das ist unmöglich, weil wir ja der göttlichen Liebe folgen. Nun lesen wir weiter, was Christus getan hat in Philipper Kapitel 2 und Vers 5. Da heißt es zunächst einmal, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Oder eine bessere Übersetzung, wie es auch hier in der Anmerkung heißt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Mit anderen Worten, wir sollen die Gesinnung Jesu Christi haben. Die Einstellung, die Jesus Christus hatte, uns gegenüber. Nun, was war seine Einstellung? Lesen wir, wie es weitergeht. Er, Vers 6, der in göttlicher Gestalt war, oder man kann auch sagen, der von Natur aus Gott war. Er war ja Gott, er war ja die zweite Gottpersönlichkeit in der Familie Gottes. Im Anfang war das Wort, der Sprecher. Und das Wort, der Sprecher, war bei Gott, dem Vater. Und das Wort war Gott. Er war in göttlicher Gestalt. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Mit anderen Worten, er bestand nicht darauf, in dieser göttlichen Gestalt zu bleiben. Sondern, Vers 7, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Um uns die Möglichkeit zu geben,
in das Reich Gottes gelangen zu können, war er sogar willens, seine Gottesnatur aufzugeben, die göttlichen Privilegien, die er hatte, ein Mensch zu werden, um als ein Mensch sterben zu können für uns. Wir sehen, dass Neid mit Sicherheit nicht irgendeine Rolle im Leben Jesu Christi gespielt hat. Eine Falle, die man beachten muss, in die man als ein Christ in uns stolpern kann, ist, dass man böse Menschen beneidet, dass man ungerechte Menschen beneidet. Man ist neidisch darauf, weil es denen gut geht, weil die es ja nicht verdient haben. Die leben in Sünde und die werden gesegnet oder denen geht es gut. Ja, das kann ja nicht sein. Und dann wird man neidisch auf die. Gott sagt, passt sehr auf, dass ihr nicht eine solche Gesinnung hegt. Kehren wir uns kurz einmal zu den Sprüchen zurück und schauen wir uns an in Sprüche Kapitel 3, was Gott hierüber sagt. Sprüche Kapitel 3 und Vers 31. Sprüche Kapitel 3 und Vers 31. Da heißt es, sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen. Menschen, die durch Gewalttat sich vielleicht ein Vermögen verschaffen. Gott sagt, sei nicht neidisch auf die und lebe nicht so, wie die leben. Auch in Kapitel 23 im Buch der Sprüche, die Verse 17 und 18. Sprüche 23 und die Verse 17 und 18. Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Denn das Ende kommt noch, und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Aber man muss schon auf die Realität der Hoffnung warten. Und man kann natürlich in die Falle gelangen, dass man neidisch wird auf andere, denen es besser geht als uns, obwohl die nicht gerecht leben. In Kapitel 24 im Buch der Sprüche lesen wir angefangen Vers 1. Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht bei ihnen zu sein. Denn ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen raten zum Unglück. Aber wie gesagt, die Gefahr ist da. Diese bösen Menschen, denen es aber scheinbar so gut geht, die kann man ruhig beneiden. Man will so leben wie die, weil es ihnen ja scheinbar gut geht. Aber im Buch der Psalmen wird davor gewarnt und es wird auch deutlich gemacht, was letztendlich geschehen wird. Wir dürfen nicht so kurzsichtig sein, dass wir das Ende der Dinge uns nicht ständig vor Augen halten. Psalm 37, angefangen in Vers 1. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Manchmal müssen wir warten und nicht Dinge in unsere eigene Hand nehmen wollen. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm. Der Zusammenhang ist hier, man soll sich nicht über die ereifern, denen es gut geht, obwohl sie böse leben. Gott sagt, steh ab vom Zorn, lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Das ist die Gefahr. Wenn wir anfangen, andere zu beneiden, dann können wir beginnen, Unrecht zu tun. Vers 9, denn die Bösen werden ausgerottet. Die aber des Herrn harren, die werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden oder die Demütigen werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Vers 16. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottlosen. Vers 18. Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zu Schanden in böser Zeit. In der Hungersnot werden sie genug haben. Denn die Gottlosen werden umkommen. Und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen
wie der Rauch vergeht. Vers 25, schauen wir uns dieses Versprechen, diese Beobachtung von David an. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Und dann noch Vers 37 im gleichen Psalm, wo er sagt, bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Lassen Sie mich aus dem Kommentar von Rienecker zitieren. Der schreibt nämlich Folgendes über das Thema Neid. Neid ist die Unzufriedenheit mit Gott oder das Aufbegehren gegen ihn, der sich selbst vorbehalten oder anderen zugeteilt hat, was der Neider für sich begehrt. Der Ursprung des Neides, wie alles Bösen, liegt im Teufel. Neid regt sich leicht, sieht man andere gesegnet mit Vermögen, mit Kindern oder durch die Gunst des Vaters. Wie Jesus aus Neid überantwortet wurde, so verfolgt der Neid der Juden auch die Apostel. Grundsätzlich will der Neider den Beneideten schädigen. Neid als Werk des Fleisches muss abgelegt werden. Bedenken wir Folgendes. Der Teufel wird durch Neid zu Handlungen motiviert. Lassen wir von daher den Teufel nicht über uns herrschen. Widerstehen wir ihm, so flieht er von uns. Und mit ihm fliehen Neid und Eifersucht. Schauen Sie, Eifersucht, Neid schadet uns selbst. Aber wie wir bereits auch schon gesehen haben, er schadet auch anderen. Aber er schadet uns selbst. Schauen wir uns kurz eine Stelle im Buch der Sprüche an. Sprüche Kapitel 14. Und in Vers 30. Wie ich sagte, Neid ist ein tödliches Gift, das wir einnehmen, an dem wir sterben können, ganz buchstäblich, mit Sicherheit geistlich gesehen, wenn wir dieses Gift nicht loswerden. Sprüche Kapitel 14 und Vers 30. Da heißt es, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Die Potlochbibel übersetzt, des Leibes Leben ist ein ruhiges Gemüt, doch Fäulnis im Gebein, die schlimme Eifersucht. Die schlimme Eifersucht, der Neid, macht einen buchstäblich krank. Und auch physisch. Und dann wundert man sich vielleicht, warum man laufend psychologische Probleme hat oder auch physische Probleme. Eifersucht und Neid zerstören einen inwendig, die fressen einen auf, innerlich. Die richten einen seelisch zugrunde. Die können einen ganz buchstäblich physisch krank machen. Denken wir an den König Ahab, einem der schlimmsten Könige im Alten Testament. Der wollte einen Weinberg haben, diesen Weinberg des Naboth, der war nämlich neben seinem Haus und der wollte den haben, aber der Naboth, der wollte ihn nicht verkaufen. Der Ahab, der wurde buchstäblich krank, der wurde voller Unmut, der wurde missmutig, der wollte nicht mehr essen. Und dann kam seine Frau Isabel, die war eine der schlimmsten Frauen auch im Alten Testament, und die hat es dazu gebracht, dass dieser Naboth umgebracht wurde, sodass dann der König Ahab den Weinberg bekam. Alles das aufgrund von Neid, von Habgier. Denken wir auch an die Beamten zur Zeit des Daniel in Babylon. Die waren neidisch auf den Daniel, weil der so von Gott geliebt wurde und auch von dem König anerkannt wurde. Die haben es sogar dazu gebracht, dass er in die Löwengrube geworfen wurde, aufgrund von Neid. Aber natürlich hat Gott ihn beschützt und gerettet. Neid erzeugt Hass. Neid erzeugt Mord. Die Bibel definiert ja Hass als Mord. Und manchmal kann das sogar zu buchstäblichem Mord führen. Hass, Neid raubt einem die Zufriedenheit, die Gelassenheit, innerliches Glück, gibt einem stattdessen Bitterkeit, teuflische Gedanken. Doch am wichtigsten ist, dass Neid uns den Zugang zum Reich Gottes verwehren wird. Wir müssen vor Neid, vor Eifersucht, vor Hass, vor Habgier auf der Hut sein. Wie ich sagte, Neid ist ein tödliches Gift. Es kann uns zerstören, es kann andere zerstören. Neid auf andere haben keinen Platz oder kann keinen Platz haben im Leben eines wahren Christen.
Dieses jetzige Leben ist doch letztlich nur eine Vorbereitung auf die Zukunft. Auf die Zukunft, die uns Gott verheißen hat. Eine Zukunft unbeschreiblicher Herrlichkeit. Jesus Christus wusste auch, als er die göttliche Natur aufgab, als er Mensch wurde, dass er die Sünde im Fleisch überwinden musste. Aber wenn das geschehen war, er würde wieder ins Reich Gottes hineingebracht werden, und zwar noch mit einer größeren Position. Das gilt auch für uns. Wir sind erschaffen worden, um Mitglieder des Reiches Gottes zu werden. Ist es da nicht ausgesprochen kindisch, wenn wir heute auf andere Menschen neidisch sind im Hinblick auf vorübergehende Segnungen, die sie vielleicht haben mögen? Im Hebräerbrief Kapitel 10 lesen wir Vers 34. Hebräer Kapitel 10 und Vers 34. Da sagt Paulus: Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Alles das, was wir heute an physischem haben mögen, das ist vorübergehend. Das ist heute hier und morgen weg. Aber die bleibende Habe, die uns Gott versprochen hat, die wird für uns aufbewahrt und die wird niemals von uns genommen werden, wenn wir uns für das Reich Gottes qualifizieren. Anstatt auf andere neidisch zu sein, waren diese Menschen hier willens, alles aufzugeben, was sie hatten, zu verlassen, was sie hatten, weil sie wussten, dass eine glorreiche Zukunft auf sie wartete. Schauen wir uns zum Abschluss kurz einige Stellen im Buch der Offenbarung an, die uns diese glorreiche Zukunft ein wenig verdeutlichen. Hier wird von Menschen gesprochen, die sich zu Gott bekehren, und deren Zukunft wird hier dann näher beschrieben. Schauen wir uns dies in Offenbarung Kapitel 7, die Verse 15 bis 17 an. Da heißt es: Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und dann lesen wir zum Abschluss Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 7 zunächst. Da heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Alles Physische wird dann nicht mehr existieren. Schauen Sie, auf das wir heute so neidisch sind, wird nicht mehr existieren, wird es gar nicht mehr geben. Vers 2: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Alles, was es gibt, wird der ererben, der sich heute für das Reich Gottes qualifiziert. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Kapitel 22, die Verse 3 bis 5. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie kindisch ist doch vorübergehender Neid im Vergleich zu der Herrlichkeit, die unserer harrt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link.
für die Kirche des ewigen Gottes.